Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meiner Easter Egg-Suche der HBO-Serie The Last of Us Folge Nummer 1, die den Titel trägt When You're Lost in the Darkness, basierend auf den Naughty Dog-Spielen, die von Neil Druckmann geschrieben und co-produziert gemeinsam mit Chernobyl-Autor Craig Mazin. Diese Serie trifft die herzzerreißende Horror-Survival-Story von The Walking Dead. Ich liebe diese Serie einfach, also lasst sie uns Szene für Szene durchgehen, um all die visuellen Details zu sehen, die ihr vielleicht übersehen habt. All die kleinen Entscheidungen, die getroffen wurden, die die Serie so gut dastehen lassen. Also die Pilotfolge beginnt mit einem Prolog, der eigentlich nicht in den Spielen enthalten ist. Einer Talkshow von 1968, in der globale Pandemien diskutiert werden. Und das sorgt sie am meisten? Ja, jegliche Art von Virus, aber am wahrscheinlichsten ist ein grippeähnlicher. Wegen der Luftwege? Aber im wahrsten Sinne. Husten? Oh, Verzeihung, ich meinte über Menschen in Flugzeugen. So steht es in Ihrem Buch. Geschichtlich gesehen wäre das eine der frühesten Sendungen über Epidemien, ein Thema, mit dem wir jetzt alle vertraut sind, nachdem wir alle Covid durchlebt haben. Aber mit dieser Eröffnungsszene in den 1960er Jahren stellt diese Serie unsere Vorstellungen von Pandemien als überholt dar und präsentiert stattdessen eine alternative Geschichte, in der sich die Dinge ganz anders hätten entwickeln können. Eine Hypothese, die vergessen wurde, weil Viren wirklich das sind, was wir von nun an fürchten, keine Pilze. Ellie folgert später, dass die 60er-Jahre-Songs im Radio Joels Schmugglercodes sind, wobei die 60er laut Bill & Frank nichts Neues bedeuten. Also das hier könnte die Art und Weise der Serie sein, zu sagen, dass dies wirklich nichts Neues ist. Dass wir seit Jahrzehnten über all diese natürlichen Bedrohungen Bescheid wissen. Der Moderator dieser TV-Show wird von Josh Printer, Big Head aus Silicon Valley, gespielt. Und der Pilzspezialist Dr. Newman wird von John Hannah gespielt, der den Bruder in den Filmen Die Mumie und einer Reihe anderer großartiger Rollen spielte. Er spricht über einen Pilz, der den Geist einer Ameise beeinflusst und theoretisiert, dass Menschen aufgrund steigender globaler Temperaturen infiziert werden. Es muss nur ein Gen mutieren und Ascomycota, Candida, Mutterkorn, der Cordyceps aspergillus, jeder davon könnte die Fähigkeit entwickeln, sich in unser Gehirn zu fressen und uns zu steuern. Die Kamera zeigt direkt zu Newman bei dem Wort Cordyceps. Denn das ist der Name des Pilzes, der in der echten Welt Ameisen infiziert, auf dem Neil Druckmann den Pilz der The Last of Us-Spiele aufbaute. Und es ist der Pilz dieser Geschichte. Er warnt uns. Ich spreche von Milliarden Menschen. Milliarden von hirnvergifteten Marionetten, die allesamt und für alle Zeit nur ein Ziel verfolgen. Die Weiterverbreitung der Infektion bis zum letzten lebenden Menschen, koste es, was es wolle. Während das passiert, zeigt die Kamera das Studiopublikum, das völlig unbeeindruckt und unerschrocken dreinblickt. Stumpfäugige Puppen, die nur bereit sind, übernommen zu werden. Das grandios aussehende Intro spiegelt die Ausbreitung des Pilzes wider und wird untermalt von den akustischen Klängen des Komponisten Gustavo Santaolalla und sieht genauso aus wie die Animation, die die Spiele eröffnete. Gustavo komponierte auch die großartige Musik für die Spiele und hier arbeitete er mit David Fleming zusammen. Aber diese Verbreitung des Cordyceps-Pilzes erinnert uns an andere HBO-Eröffnungen wie Game of Thrones oder House of the Dragon, als würde er sich über eine Weltkarte ausbreiten. Es sieht aus, als würde der Pilz seine eigene Welt kreieren mit eigenen Pilzstädten, das unsere Zivilisation untergräbt. Der Pilz hat tatsächlich die Form der Vereinigten Staaten und es ist etwas subtil, aber wir können tatsächlich winzige Sporen sehen, die von Stiel zu Stiel schweben. Und zwei der Stiele nehmen die Form einer größeren und einer kleineren Person an, die Joel und Ellie darstellen. Die Hauptfiguren dieser Geschichte. The Last of Us ist wirklich eine der besseren Versionen der gesamten Beziehung zwischen einsamer Wolf und Welpe, die Pedro Pascal natürlich auch sehr gut in The Mandalorian gespielt hat. Jetzt folgt die erste Hälfte dieser Pilotfolge. Joels Tochter Sarah in Austin, Texas im Jahre 2003. Die Art und Weise, wie Teil 1 des Prologs des Spiels Sarah folgt, einfach genial. Wir verbringen aber viel mehr Zeit mit Sarah in der Serie. Und was uns diese vermutlich sagen will, ist, dass nur weil wir Charaktere in längeren Sequenzen kennenlernen, heißt das nicht, dass die Serie sie nicht früher oder später sterben lässt. Das ist Überlebenshorror und es heißt The Last of Us. Oh, und übrigens, wenn ihr die Spiele nicht gespielt haben solltet und nicht gespoilert werden möchtet, was passiert, erspare ich mir meine Spekulationen für Details, die derzeit nicht passiert sind oder könnten, die ich aus den Spielen oder aus den Comics habe und packe das Ganze ans Ende. Wenn ihr also nichts darüber wissen wollt, was in der Zukunft dieser Geschichte passiert, keine Sorge, ich werde bei dieser Zusammenfassung nichts spoilern. Durch das offene Fenster weht eine sanfte Brise, um Sarah aufzuwecken und es schweben einige winzige Partikel über ihre Nase, aber Neil Druckmann hat klargestellt, dass sie entschieden haben, anstatt sich über die Sporen in der Luft auszubreiten, wird sich dieser Pilz über gruselige Ranken, die aus dem Mund der Infizierten Hallo sagen, ausbreiten. Dies ist eigentlich von der Konzeptart aus dem Spiel inspiriert. Sarah liest eine Zeitung, in der berichtet wird, dass der Pilz von aus Südamerika importierten Pflanzen stammt, aber hier erwähnt der Radionachrichtensprecher Unruhen in Jakarta und Warnungen an alle Amerikaner, von dort zu
fliehen, was darauf hindeutet, dass der Ursprung des Infekts aus Indonesien oder irgendwo anders im Südosten liegen könnte, eventuell Asien, eines der Länder, die an den Indischen Ozean grenzen. Aber die erste Folge dieser Serie ist eigentlich wie der Anfang des Spiels. Sarah feiert Joels Geburtstag und repariert dessen Uhr als Geschenk. Joel meckert über einen Auftrag und wie er auf sein Handgelenk schlägt, weil er mal wieder vergessen hat, dass die Uhr kaputt ist, als er die Uhrzeit checken wollte. Ein kleiner Hinweis darauf, dass er es vermisst, eine Uhr zu haben, die funktioniert, was Sarah höchstwahrscheinlich auch im Hintergrund aufgefallen ist. Wir sehen im Wohnzimmer des Hauses Joels Gitarre. Joels Spielen auf einer anderen Gitarre ist etwas, das später in den Spielen sehr wichtig wird und wahrscheinlich ist in der Serie ein Großteil des Dialogs direkt aus dem Spiel entnommen. Wie Sarah später scherzt, dass sie Drogen verkauft hat, um die Reparatur der Uhr zu bezahlen. Joel gibt vor, dass die Uhr nicht funktionierte. Also werde ich nicht jedes Mal darauf hinweisen, wenn eine Zeile oder etwas genau aus dem Spiel stammt. Aber bei Sarahs Shirt ist es interessant, darauf hinzuweisen, dass dies das gleiche rosa Helicon Drop Shirt ist, aber anstelle der 2010er Tour ist es jetzt die 2002er. Tour. Denn in den Spielen findet die Geschichte 2013 statt, in dieser Serie findet sie 2003 statt. Auch ein wirklich cooles Detail im Spiel, die meisten Tourstops auf diesem Shirt sind Orte, die sie später besuchen im Spiel. Boston, Pittsburgh, Jackson, Salt Lake City und so weiter. Alle Details sind sehr 2003-lastig, wie ein Destiny's Child Survivor Poster an Sarahs Wand, ein Band-Tour-Shirt mit 2002 drauf und man hört Dido's White Flag im Radio. Und im Klassenzimmer ein Präsident, ein guter alter George Bush, der bevor er Präsident wurde, Gouverneur des Bundesstaates Texas war, also hatten sie vielleicht schon vorher sein Foto an der Wand. Im Klassenzimmer wird Sarah von diesem grellen Lichtfleck abgelenkt. Verstanden? Da muss hier niemand den Kopf schütteln. Das werdet ihr im Leben brauchen, glaubt mir. Deswegen sind wir hier. Also du bist das so. Okay, das Handgelenk des Teenagers zuckt. Muskelkrämpfe sind ein frühes Symptom einer Infektion. Auch ein subtiler Husten, bevor die Glocke läutet. Ich liebe es, wie sie Aufmerksamkeit erregen, weil sie wissen, dass wir alle etwas getriggert werden, wenn jemand hustet. Diese Folge trägt den Titel When You're Lost in the Darkness, was der erste Teil des Firefly-Mantras ist, welches mit Look for the Light endet. Sarah wird hier vom Licht abgelenkt und von was? Einem Husten. In der Werkstatt ertönt zu Beginn der Szene im Hintergrund das Telefon und dann, einen Moment später, schließt die libanesische Mitbesitzerin hektisch den Laden, was darauf hindeutet, dass dieser Anruf von ihrer Familie kam. Sie waren aus dem Nahen Osten. Wie schlimm die Dinge geworden sind. Dann im Haus ihrer Nachbarin hinter Sarah verzieht Omi ihren Mund, weil die Pilzinfektion von ihrem Körper Besitz ergriffen hat. Aber sie bleibt unscharf, sodass wir nicht wirklich sagen können, was passiert. Was es noch gruseliger macht, es erinnert mich sehr an die Szene aus It Chapter 2, als Pennywise die Form der alten Frau annimmt, die sich im Hintergrund hinter Beth schleicht. Jetzt weigert sich Omi auch, in dieser Szene zu essen. Ich erinnere mich, dass sie sich früher geweigert hat, die Kekse zu essen. Regisseur Craig Mason hat angedeutet, dass das einige Brotkrumen sein könnten, die später wiederkommen werden, als wäre es ein anderes Symptom für die Pilzinfektion. Was die Appetitlosigkeit sein könnte, weil der Pilz ihren Körper von innen vertilgt, deshalb braucht er keine andere Nahrung. Sarah leiht sich die DVD Curtis and Viper 2 aus, die eine Anspielung auf Joels Lieblings-Actionfilm aus den 80ern ist. What movie are you guys gonna watch? What's Joel into? Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Später in der Nacht, als Sarah das Haus betritt und mal ganz kurz unter uns, wieso tut man sowas? Kann man sehen, dass der Rollstuhl ganz rechts leer ist. Nur ein wenig besorgniserregendes Zeichen dafür, dass dieser Pilz jetzt Omis motorische Funktion wieder aktiviert hat. Es ist einfach beunruhigend zu erkennen, dass dieser Pilz in gewisser Weise unsere körperlichen Beschwerden behebt, um uns mobiler zu machen. Brad Leland, gespielt von Buddy Garrett in Friday Night Lights, was ich cool finde, dass er hier auftaucht. In diesem Moment, was wir für seine lähmende Angst halten, mit seinen großen Augen, ist tatsächlich der Pilz, der ihn langsam aber sicher übernimmt. Denn später, als wir ihn auf der Straße sehen, wie er jemanden anderen angreift, ist er letztendlich auch infiziert. Die Ranken, die sich aus Omis Mund schlängeln, sind meiner Meinung nach noch widerlicher als die Sporen des Spiels, aber ein kleines physisches Detail, das man schnell übersieht. Die Ranken, als Oma ihren Kopf hebt, am Körper des Opfers kleben bleiben. Es ist kein tödlicher Zombiebiss, wie man ihn aus anderen Filmen kennt. Es ist einfach die Art und Weise, wie sich der Pilz auf sein nächstes Opfer überträgt. Die Truck-Szene ist einfach der Wahnsinn. Sie ist sehr stark an die Szene aus dem Spiel angelehnt. Wir sehen das brennende Haus am Ende der Straße, wie sie an einer Familie vorbeifahren und diese hinter sich lassen, aber Craig Mason dreht das in dieser erstaunlich langen Einstellung. Es ist eine 50-Sekunden-Aufnahme direkt aus dem Inneren des Lastwagens, in der sie perfekt getimte und choreografierte Menschen haben mussten, die die Straße entlang rennen, beleuchtet von den Scheinwerfern des Lastwagens. Die Tatsache, dass wir im Chaos des Lastwagens bleiben, erinnert uns stark an die erstaunlich lange Aufnahme des Autos in Children of Man.
Ich mag es, dass im Kino die Filmvorführung namens Midnight Madness läuft, als das komplette Chaos ausbricht. Was ich witzig finde, während der Lastwagen die ganze Zeit rückwärts fährt, was mir anfangs gar nicht aufgefallen ist, kann man total sehen, wie die 747 über ihren Köpfen langsam die Kontrolle verliert. Aber wir bemerken es nicht wirklich, erst wenn alles zu spät ist wegen des Chaos um uns herum. Tatsächlich ist es das Vorderrad des Flugzeugs, das abbricht und vom Gebäude abprallt und ihren Truck danach zerstört. Tommy wird von ihnen getrennt, als Joel und Sarah feststecken. Und wo? Im Pioneer Way. Joel wird ein bisschen wie sich ein nach Westen begebender Pionier in dieser Serie. Aber wie im Spiel werden sie von einem Soldaten gestoppt, der den Befehl erhält, sie zu töten, und Joel, der entweder oder sein Bruder Tommy ein Desert Storm Veteran war, weiß, wie es aussieht, wenn ein Soldat den Befehl bekommt, jemanden zu töten. Und dieser feuert auf sie und trifft Sarah. Tommy tötet den Soldaten, bevor er Joel töten kann. Sarah verblutet und stirbt, aber hier passiert etwas Interessantes. Wir sehen nicht den genauen Moment, in dem Sarah stirbt, da die Kamera zu Tommy schwenkt, dessen Stimme bricht, als er den Namen seines Bruders sagt. Und als wir uns dann wieder Sarah zuwenden, sind ihre Augen bereits leblos. Also springen wir 20 Jahre später in die Bostoner Quarantäne. Wir folgen einem anderen Kind, bei dem wir nicht allzu lange bleiben. Sie rollen ihn hinein und drücken ihm einen FEDRA-Aufnäher in die Hand. FEDRA, eine Bundesbehörde für die Katastrophenhilfe. Eine FIMA, ähnliche Behörde aus dem Spiel, die die regierende Militärbehörde des Landes wird. Jetzt sieht das Kind ein Poster, das erklärt, wie lange die Infektion dauert, basierend darauf, wo die Wunde am Körper ist. Das Bein ist der längste Zeitraum, wo sich auch die Wunde des Kindes befindet. Wir wissen nicht einmal, ob dieses Kind lesen kann, weil es absolut keinen Plan hat, was gerade los ist, und es ist besonders grausam, wie diese Soldatin ihren Gesichtsausdruck verbirgt, nachdem er positiv getestet wurde. Was hältst du davon, wenn wir dir erstmal ein bisschen Medizin geben und dir dann dein Lieblingsessen besorgen? Wäre das was? Und später wird dieses arme Kind durch seine hellgrünen Schnürsenkel identifiziert, was meiner Meinung nach eine Anspielung auf Schindlers Liste ist, als das Mädchen im roten Mantel später auf einem Leichenhaufen identifiziert wird, der zum Verbrennen hinübergekarrt wird. Und ist euch aufgefallen, obwohl Schnürsenkel einen hohen Wert haben, diese noch am Schuh dran sind, entweder aus Respekt oder vielleicht sogar aus Vorsicht. Im Spiel wird der Infektionstestprozess tatsächlich von einem Soldaten aufgedeckt, und wenn jemand positiv getestet wird, wird er genau dort sofort erschossen. Aber dieser emotionale Tod wurde hinzugefügt, um eine Parallelität zwischen Joel und Sarah zu erreichen. Und jetzt ist Joel betäubt, als er diesen toten Jungen in die Grube wirft. Dies war eigentlich das ursprüngliche Ende dieser Episode, bevor HBO vorschlug, sich mehr Zeit zu nehmen, um den ersten Tag weiter auszubauen und vor allem Joel und Ellie vorzustellen. Joel nimmt die schlimmsten Jobs wie diesen und der Kanalreinigung an. Vielleicht um während der Reinigung zu erfahren, was die besten Schmugglerrouten sind. Oder wirklich auch nur, um die wertvollen Lebensmittelkarten zu bekommen, damit er die Soldaten bestechen kann. Er kommt an ein paar Fahndungsplakaten vorbei. Belohnung für Marlene. Poster wie diese erscheinen in der Quarantänezone. Wir sehen einige Menschen, denen Gliedmaßen amputiert wurden, die unter anderem Desert Storm Shirts tragen, und einen Typen in einem Gore-Lieberman-T-Shirt für die demokratischen Kandidaten bei den Wahlen von 2000, Gore und Joe Lieberman. Die Mode fror sozusagen in den frühen 2000er Jahren ein, als alles auseinanderfiel. Wir sehen auch einige Typen, die damit beauftragt wurden, ein paar Graffiti zu übermalen, die von den Fireflies hinterlassen wurden, was ihr Siegel zeigt. Sie rekrutieren aus der gesamten Quarantänezone. Die Amputierten, die wir sehen, könnten ein kleiner Hinweis von Menschen sein, denen verwundete Gliedmaßen abgeschnitten wurden, um eine Infektion zu verhindern. Es ist nicht ganz klar, ob die Amputation in der Left Behind-Erweiterung so funktioniert hat. Ellis Arm wurde amputiert, aber wir können nicht sicher herausfinden, ob es funktioniert hat, weil Ellis am Ende ausblutete. Drei Eindringlinge werden auf dem North Square gehängt. Im wirklichen Leben können wir die Schilder für den North Square in Boston sehen. Dies ist ein historisches Viertel und die ganze Stadt ist ein historischer Bereich. Aber dies ist ein besonderer, in dem sich das Haus von Paul Revere befindet. Diese Art von Hinrichtungen durch britische Soldaten waren Teil dessen. Joel trifft sich mit einem Soldaten und wir sehen, wie die Hand dieses Soldaten zuckt, was zeigt, wie sehr er nach diesen Pillen suchtet, aber auch, wie er später einen sehr zuckenden Abzugsfinger haben wird. Joel weiß, wie süchtig dieser Soldat ist. Ich könnte dich einfach abknallen. Ja, aber was würdest du dann machen? Ich finde es auch toll, dass Joel den Beutel wieder zurückhaben möchte. Anscheinend sind Plastikbeutel ohne Löcher in der Zeit ein ziemlich wichtiges Gut. Außerdem ist Joel ein Schmuggler, der ständig Ausschau nach Gegenständen hält, aus denen er irgendwas Nützliches bauen kann.
Tess plaudert mit Robert, dessen Jungs sie überfallen haben wegen einer Autobatterie, für die sie bezahlt hatten. Er aber an jemand anderen verkauft hatte und wie wir später erfahren, eigentlich kaputt war. Im Spiel war es eigentlich ein Waffenlager, für das Robert Joel und Tess betrogen hatte. Aber diese Serie scheint Joel und Tess weniger blutrünstig zu etablieren und will auch eine stärkere Bindung zwischen Joel und seinem Bruder Tommy aufbauen. Joel, der nach Westen reisen muss, um Tommy zu finden, bevor er jemals Ellie trifft. Schließlich zeigt dies Joel als zunächst eine friedlichere Schutzfigur, in der Pedro Pascal so gut ist wie Jaren in The Mandalorian. Wir treffen Ellie, die zunächst unter dem Alias von Veronica läuft, gespielt von Bella Ramsey, Lena Mormont aus Game of Thrones. Die Fireflies haben sie angekettet und sie testen ihre kognitiv-motorischen Funktionen. Warum tun sie das? Naja, wir erfahren später, dass sie infiziert wurde und sie versuchen zu beweisen, dass die Infektion sie nicht wirklich beeinträchtigt hat. Diese Zelle hat nur When You're Lost in the Darkness rot an die Wand geschrieben, aber nicht den vollständigen Satz, wie er draußen in Gelb in dem Bereich stand, in dem Joel sich mit dem Soldaten trifft. Nur eine Möglichkeit zu zeigen, dass die Fireflies nicht die volle Propaganda brauchen, sondern nur Bruchstücke davon. Das erinnert sie an ihre Mission, aber in einem anderen Kontext. Der Typ, der das Funkgerät betreibt, nimmt zuerst Joels Zigaretten, wenn ihr euch erinnert, die 5 Dollar gekostet haben. Der Funker nimmt die Zigaretten, bevor er Joel sagt, dass er gerade nichts von Tommy gehört hat, was irgendwie unfair ist, dass Joel nur für schlechte Nachrichten bezahlen musste. Es ist jede Antwort, die etwas kostet, also plant Joel betrunken eine Reise nach Westen, um Tommy zu finden, und wir sehen die von Sarah reparierte Uhr, aber das an zwei Stellen gebrochene Glas. Als Tess zu ihm ins Bett kommt, rollt sie ihn von sich weg, damit er ihre Gesichtswunden nicht sofort sieht und sich aufregt, als er betrunken und high ist. Er bemerkt es den ganzen Morgen nicht einmal, bis er beim Frühstück den Kopf hebt, um ihr Gesicht zu sehen. Ich könnte mich irren, aber diese Frau, an der sie sogar im Rollstuhl vorbeigekommen sind, könnte dieselbe schwangere Frau sein, die ihren Eltern zuvor per Funk mitgeteilt hat, dass sie Großeltern werden würden. Es ist schwer zu sagen, ob die Frau im Rollstuhl noch einen Babybauch hat. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Ich hoffe nur, dass es der schwangeren Frau gut geht. Marlene gibt Ellie das Messer, an dem Ellie ab sofort sehr hängen wird, und erzählt ihr, dass sie weiß, dass ihr Name nicht Veronica ist und dass sie tatsächlich diejenige war, die Ellie in die Federal Military School gebracht hat. Marlene bringt auch jemanden namens Riley zur Sprache. Es gibt noch ein bisschen mehr, aber das kommt dann in der Spoiler-Section. Joel und Tess haben Angst, als sie ein kürzlich infiziertes Opfer finden. Meinst du, er wurde infiziert und ist dann hier runter? Oder er ist hier runter und wurde dann infiziert. Mal von dem Bleh abgesehen, wurde diese Person an die Wand gepinnt. Ich denke, das Beunruhigendste daran ist, dass er am Boden lag, als er starb, und dann hob der Pilz seinen Leichnam hoch, während er wuchs, um andere Opfer zu finden. Joel und Tess finden Robert inklusive seiner Jungs, die bereits das Atmen eingestellt haben, sowie Marlene und ihre Crew, die bereits verwundet sind. Es ist wirklich interessant, dass wir diesen Showdown nicht sehen, sondern erst danach, wenn alles vorbei ist. Genauso wie wir nicht wirklich einen anfänglichen Konflikt zwischen Tess und Roberts Crew gesehen haben. Wir haben nicht gesehen, dass diese Eindringlinge tatsächlich gehängt wurden. Unter uns, das ist HBO. Alles andere ist so gewalttätig, wie sie es wollen, aber in der zweiten Hälfte dieser Folge halten sie die Gewalt besonders zurück. Die Gewalt in der zweiten Hälfte dieser Folge wird selten gezeigt. Es ist leise, es wird angedeutet, aber den Tatort nach der Action stolpert wird, die nicht explizit gezeigt wird. Ich werde gleich erklären, wieso. Ellie findet Joels Radio mit seinem Buch der Nummer 1 Chart Hits. Mit diesem Codeblatt für die Kommunikation von Bill und Frank. 60er Songs bedeuten nichts Neues. 70er Songs bedeuten, dass neues Zeug da ist. Und 80er Songs, wie Ellie später mit Wham! Wake Me Up Before You Go Go Joel austrickst, um rauszufinden, dass die Kacke richtig am Dampfen ist. Und das war, als Joel einschlief in einem Fiebertraum von Sarahs Keuchen kurz bevor sie ging. Genau wie sein letzter Traum von seinem Bruder, der seinen Namen rief, als er betrunken und zugedröhnt einschlief, was wahrscheinlich eine Erinnerung an ihren vergangenen Kampf war. Joel, Tess und Ellie schleichen sich an der großen Mauer vorbei, wo sie von dem drogensüchtigen Soldaten von früher gestopft werden, der Ellie testet, um zu erfahren, dass sie positiv ist. Also sticht Ellie ihn mit ihrem Messer und Joel hat einen kleinen Backflash zurück zu dem Moment, als er einem Soldaten gegenüberstand, der seine Tochter schließlich tötete. Seine Wut kocht über und er bricht. Das ist es, was Marlene meinte mit, wozu sie fähig sind und warum diese Folge bis zu diesem Moment Joel nicht als gewalttätig dargestellt hat, obwohl die früheren Abschnitte des Spiels Joel und Tess als extrem gewalttätig zeigt. Hier werden eine Menge Kerle entsorgt und um die Ecke gebracht und nun bekommen wir diesen einen schockierenden und einzigartigen punktuellen Moment der Gewalt von unserem Helden gezeigt, der sich besonders verdient anfühlt, der auf dem verheerendsten Verlust in seinem Leben basiert und direkt motiviert, warum der Schutz von Ellie für ihn so wichtig ist. Und vor allem, was die Erinnerung auslöste, war das Licht, von dem er von der Taschenlampe dieses Soldaten geblendet wurde. Genau wie er von den Scheinwerfern in Texas geblendet wurde. Denn wenn man lost in the darkness ist, muss man nach dem Licht suchen. Craig Mason hatte einen interessanten Punkt über Ellie. Ellie watches him beating a man to death. She is activated. Earlier in the episode, when Sarah sees him killing this old woman who's infected, who he has to kill. You killed her. She cries. Ellie
likes it. Und im begleitenden Podcast von HBO erzählt Mason, dass diese Serie eine Love Story sein sollte, aber dass die Liebe etwas verdammt Gefährliches sein kann. He will continue to come back to the notion that love conquers all, and that's problematic. That we think of love as this solely positive thing, a beautiful thing, and it is. But love, especially the love that a parent has for a child, is primal, and it can lead to the most intense fear, and the most intense fear can lead to the most intense behavior, including violence. And if you scratch the surface of tribalism, racism, xenophobia, you will find love. Love is not always good. Die Musik, die über dieses Ende spielt, kommt aus Joels Radio mit Bill und Frank Depeche Mode, Never Let Me Down. Ein 80er-Jahre-Track, der bedeutet, dass jetzt Gefahr droht. Depeche Modes Song handelt davon, deinem besten Freund eine Fahrt zu machen, aber dieser Freund ist wirklich süchtig. Also bildet sich diese Bindung zwischen Ellie und Joel nicht unbedingt als gesunde Bindung. Mason verspricht, dass wir dieses Lied in dieser Staffel in einem Schlüsselmoment wiederhören werden. Die zwei umgestürzten Türme, auf die sie auf ihrem Weg zum Statehouse zusteuern, verglichen mit der Eröffnungssequenz die Straße des Pilzes, der sich zu seinem hoch aufragenden Stil ausbreitet. Der Pfad all dieser Charaktere ist jetzt wirklich infiziert. Und nun zu meiner Spoiler-Ecke für die Leute, die mit den Spielen und Comics besser vertraut sind und über diese Details sprechen möchten. Oder den Leuten, denen es einfach komplett egal ist und gespoilert werden wollen. Also kannte Marlene Ellies Mutter Anna, lange bevor Ellie verwundet und infiziert wurde. Das Springmesser gehörte früher Anna, wie wir in den Prequel-Comics American Dreams lernten. Und wird zu Ellies Hauptwaffe in den Spielen, was auch der Grund dafür sein könnte, dass sie so sauer ist, als Joel darauf tritt und zweckschiebt. Er trampelt im Wesentlichen auf den Erinnerungen ihrer Mutter. Aber in dieser Serie scheint es, als hätte Ellie Marlene nicht gekannt, bevor Ellie von den Fireflies gefangen genommen wurde. Es scheint, die Beziehung ihrer Mutter mit Marlene ist ihr ein absolutes Rätsel. Riley war Ellies Teenager-Partner aus der Left Behind-Erweiterung, auf das ursprünglich im Spiel The Last of Us verwiesen wurde. Das ist das Mädchen, mit dem sie sich rausgeschlichen und im Einkaufszentrum rumgehangen hat, wo sie beide infiziert wurden, aber Ellie es überlebte. Riley wird später in der Staffel auftreten, gespielt von Storm Reid. Es gibt tatsächlich eine Aufnahme im Trailer, in der sie zusammen ein Foto machen. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.